Die Diskussionen über flimmernde LED-Beleuchtungen sind noch nicht zu Ende. Ich will mir mit einem einfachen Experiment mal ein Bild machen, wie ist denn so der Stand Ende 2020? Und bedeutet teuer gleich gut und billig gleich Schrott? Wir werden es sehen. Für die Beurteilung verlasse ich mich natürlich nicht auf meine Augen, sondern benutze einen unbestechlichen Fotosensor. Der Versuchsaufbau ist ganz simpel. Die Fotodiode ist direkt mit dem Oszillographen verbunden, da ist also nichts dazwischen. Wichtig ist, dass ich die Fotodiode nicht wechselspannungsmäßig angekoppelt habe, weil dann würden wir ja nur den Wechselanteil, sprich das Flimmern, sehen, sondern gleichspannungsmäßig, sodass auch ein Dauerlicht eine Auswirkung auf die Kurve hat. Für uns entscheidend ist die rote Linie und wir merken uns, das ist die Nulllinie. Ich habe sie so eingestellt, dass sie in Mitte des Bildschirms ist. Um zu zeigen, was diese gleichspannungsmäßige Ankopplung bedeutet, habe ich hier meine kleine Glühlampe an mein Labornetzteil angeschlossen, versorge sie mit einer perfekten Gleichspannung. Das heißt, da kann dann auch nichts flimmern. So, wir sehen, dass die Linie einfach nach oben wandert. Wir haben eine dauerhafte Fotospannung durch dieses Dauerlicht. Hätte ich die Fotodiode über einen Kondensator wechselspannungsmäßig angekoppelt, dann hätte die Linie vielleicht mal kurz gezuckt und wäre dann wieder zurück auf Null gegangen. Bevor wir zu unserem eigentlichen Testfeld kommen, sehen wir uns mal an, wie verhält sich denn so eine Glühlampe an der Wechselspannung. Und für einige vielleicht eine kleine Überraschung, auch die Glühlampe flimmert. Trotzdem wurde das Glühlampenlicht subjektiv als angenehmer empfunden. Ein Grund könnte sein, dass die Lichtamplitude ja nie bis ganz auf die Nulllinie zurückgeht. Wir haben also im Hintergrund immer ein gewisses Dauerlicht. Die flimmert quasi nur an der Oberfläche. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich meinen Fotosensor gleichspannungsmäßig angekoppelt habe, um das Verhältnis Dauerlicht zu Flimmerlicht sehen zu können. Als zweite Referenz will ich mal eine Lampe benutzen, die eigentlich schon so ein bisschen den Ruf hatte, dass sie auch flimmert, nämlich die Energiesparlampe oder schlicht Leuchtstoffröhre. Ja, wir sehen, auch die flimmert natürlich. Die Kurvenform sieht jetzt etwas sehr eigenartig aus, neben dem normalen 100 Hertz Flimmern. Ja, scheint da noch eine viel höhere Flimmerfrequenz irgendwie im Hintergrund zu liegen. Auch hier geht die Lichtstärke nicht ganz bis auf Null zurück. Das könnte aber zum Beispiel daran liegen, dass auch diese Leuchtschicht natürlich eine gewisse Zeit immer nachleuchtet. Als drittes, quasi außer Konkurrenz, will ich mal meine alte Schreibtischlampe hier als ganz schlechtes Beispiel zeigen, wie ich feststellen musste. Ja, das sieht schon übel aus. Hier geht zwischendurch wirklich immer die Lichtstärke bis auf Null zurück. Das heißt, wir haben den maximalen Flimmergrad von Maximum bis Null. Offenbar wird hier nur die Wechselspannung gleichgerichtet und mehr passiert bei der Stromversorgung hier nicht. Wollen wir mal hoffen, dass die anderen LEDs da ein bisschen besser abschneiden. Das sind unsere drei Kandidaten für den ersten Test. Auf der 1 eine LED-Lampe von der Firma Müllerlicht. Das Dreierpack für knapp 6 Euro, also Stückpreis 1,99. Auf der 2, auch aus dem Baumarkt, eine Bellalux, Stückpreis 3,99. Und auf der 3, die Verpackung hat hier leider schon etwas gelitten, das Markenprodukt von der Firma Osram für sage und schreibe 12,99. Und mit der werden wir auch anfangen. Ganz flimmerfrei ist das Licht offensichtlich nicht. Es kommt aber von der Wellenform und von der Größe der Amplitude doch dem Glühlampenlicht schon sehr nahe. Flimmert vielleicht sogar ein kleines bisschen weniger als die Glühlampe. Auf jeden Fall ist es kein Vergleich zu meiner Schreibtischlampe. Das wäre jetzt auch für den Preis von 12,99 eine herbe Enttäuschung gewesen. So, wie schlagen sich denn die wesentlich günstigeren LEDs? Nummer 2 im Test, die Bellalux. Überraschenderweise ist das Ergebnis eigentlich nicht schlecht. Die Flimmeramplitude ist vielleicht sogar noch geringer, als wir eben bei der Osram gesehen haben.
Ob jetzt diese merkwürdige Kurvenform, diese Spitzen sich nun auswirken auf das Flimmerempfinden, ich kann es nicht feststellen. Also wenn ich mir das Licht ansehe, rein subjektiv empfinde ich es als flimmerfrei. Die Nummer 3 im Test, die absolut günstigste für nur 1,99 €. Ja, und das ist doch schon der Wahnsinn. Irgendwie verkehrte Welt, oder? Hier ist so gut wie nichts zu erkennen an Flimmern. Das heißt, die günstigste im Test ist auch die flimmerfreiste. Irgendwie schon verrückt, oder? Ziehen wir eine kleine Zwischenbilanz. Die getesteten Lampen mit E27-Socke bieten alle ein brauchbares, flimmerarmes Licht. Paradoxerweise ist die günstigste Lampe im Test praktisch flimmerfrei und die teure Markenlampe flimmert am stärksten. Der Preis ist also kein Indikator für die Qualität. Die 12,99 € für die Osram-Lampe rentieren sich hier nicht. Fairerweise muss ich dazu sagen, das bezieht sich nur auf das Flimmerverhalten. Ob die Markenlampe andere Vorzüge hat, die den Preisunterschied rechtfertigen, habe ich nicht untersucht. Der Test mit nur 3 Lampen ist sicher nicht repräsentativ, aber ich habe genau das gemacht, was wohl viele machen. Ich bin einfach in den nächsten Laden gegangen und habe mir die angebotenen Lampen ausgesucht. Insofern ist der Test schon irgendwie praxisnah. Damit die Verbraucher nicht die Katze im Sack kaufen müssen, sollte man einen Flimmerfaktor definieren und die Hersteller verpflichten, den auf der Verpackung anzugeben. Stattdessen wirbt man mit dem Energielabel, der Farbtemperatur und der Lebensdauer. Besonders das Energielabel ist immer mehr zu einem reinen Marketinginstrument verkommen. Kaum jemand fragt sich noch, nach welchen Kriterien es vergeben wird und inwieweit die Industrielobby darauf Einfluss genommen hat. Bei der LED wird zum Beispiel gar nicht die gesamte Umweltbilanz wiedergegeben. Der Aufwand für Rohstoffgewinnung, Produktion und Entsorgung fällt unter den Tisch. Zur Unterscheidung der verschiedenen LED-Lampen ist es untauglich, denn vergleichbare LEDs haben die gleiche Effizienzklasse. Zum Vergleich mit der Glühlampe ist es auch überflüssig, denn man bekommt ja keine Glühlampen mehr und es gibt genügend andere Angaben auf der Verpackung, die dafür ausreichend sind. Ich habe die Leistungsaufnahme, den Lichtstrom und die Leistung, die eine vergleichbare Glühlampe verbrauchen würde. Also nochmal, die E27-Lampen haben durchweg einen guten Eindruck bezüglich Flimmern hinterlassen. In dem doch recht großen Sockel ist auch genügend Platz, um eine anständige Ansteuerelektronik unterzubringen. Wie sieht es aber bei kleineren Bauformen aus? Zum Beispiel bei Lampen mit dem G9 Stiftsockel. Das sind die 3 Testkandidaten mit G9 Sockel. Die günstigste nennt sich Posnick, kennt kein Mensch. Für nur 1,69 € das Stück. Die zweite, auch No-Name, Atralux, sagt mir genauso wenig, für 3,99 €. Und die teuerste, wieder die Osram als Markenlampe, für 8,99 €. Dann wollen wir mal sehen, ob sich das diesmal auszahlt. Diesmal beginnen wir den Test mit dem günstigsten Modell für 1,69 €. Oh, das ist wirklich übel. Schlimmer kann das Flimmern eigentlich gar nicht sein. Wir haben eine Rechteckschwingung sogar, also noch nicht mal einen runden Sinus. Und die schaltet quasi ein und aus und hat dann einen ziemlich großen Bereich, wo sie quasi dunkel ist. Ich habe da zwar jetzt subjektiv nicht so unbedingt den Eindruck, dass er flimmern würde, aber der Oszillograph lügt nicht. Also in dem Fall taugt die Billiglampe wirklich nicht viel. Kandidat 2, die Atralux für 3,99 €. Das sieht doch schon wesentlich freundlicher aus. Das ist schon fast perfekt. Für den Preis vollkommen in Ordnung. Und zuletzt die teuerste im Test, die Osram für 8,99 €. Ja, und das ist das, was man von dem Preis eigentlich erwarten sollte. Im Prinzip perfekt flimmerfrei. Im Grunde genommen war das Ergebnis eigentlich zu erwarten. Dann sieht man sich mal diese billige Lampe an, dann hat sie ja kaum Platz für irgendwelche Elektronik. Das Einzige, was man da sieht, ist der Gleichrichter. Und für Kondensatoren zur Glättung der Spannung ist hier überhaupt kein Platz.
Bei den anderen beiden Lampen hat der Hersteller der Lampe ein ziemlich großes Gehäuse verpasst. Da ist dann wieder Platz für eine ordentliche Ansteuerelektronik. Allerdings muss man nicht unbedingt 8,99 ausgeben für die Osram, denn was das Flimmern angeht, ist die für 3,99 genauso gut. Fassen wir zusammen. Wichtiger als der Preis ist bei einem Vergleich die Bauform der LED-Lampe. Eine anständige Steuerelektronik braucht Platz. Die Angaben auf der Verpackung sagen nichts über das Flimmerverhalten aus. Ich kann aber auch nicht immer meine Versuchsanordnung mit in jedes Geschäft nehmen und mir die Lampen vorführen lassen. Was die meisten aber immer dabei haben, ist das Handy. Damit kann man zwar keine genauen Messungen machen, aber auf einem Video flimmernde Lampen erkennen. Wie geht das und warum flimmert dieses Video nicht? Die Bildwiederholfrequenz beim Handyvideo ist mit 30 Bildern pro Sekunde auf das amerikanische Stromnetz mit 60 Hertz abgestimmt. Unsere Netzwechselspannung hat nur 50 Hertz. Damit ein Video bei künstlich nicht flimmert, stellt man die Kamera auf 25 Bilder pro Sekunde. Bei jedem Einzelbild erwischt man so die Kurve der Lichtintensität an der gleichen Stelle. Dadurch erscheinen alle Bilder gleich hell. Ist die Bildwiederholfrequenz asynchron, zum Beispiel 30 Bilder pro Sekunde, erscheinen die Einzelbilder in unterschiedlicher Helligkeit. So entstehen störende, niederfrequente Helligkeitsschwankungen. Wenn all das nicht hilft, ist man als Verbraucher leider auf aktuelle Testergebnisse angewiesen. Interessant wäre auch ein Test, ob die angegebene Lebensdauer überhaupt erreicht wird und ob zuerst die LED oder die Elektronik versagt. Die Hersteller versprechen in der Regel 15.000 Stunden. Die günstige Müllerlicht soll nur 10.000 Stunden halten. Ist sie jetzt wirklich schlechter oder ist der Hersteller einfach nur ehrlicher? Das zu überprüfen ist nicht ganz so einfach. Man müsste über einen langen Zeitraum eine große Anzahl von Lampen testen. Und wenn nach Jahren das Ergebnis vorliegt, gibt es die Lampen dann wahrscheinlich nicht mehr. Also müssen wir uns wohl auf die Angaben auf den Verpackungen verlassen.